Hallo ihr Lieben, ich freue mich, wieder ganz, ganz herzlich hier begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid und eure Kommentare. Ich würde am liebsten gern jeden einzelnen Kommentar hier mit erwähnen. Es ist so wunderschön, eine Wahnsinnsbereicherung für mich. Ihr seid eine sehr große Bereicherung täglich für mich und ich danke euch von ganzem Herzen. Und dann möchte ich auch der lieben Susanne ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen, dass sie hier auch ihr Feedback geschrieben hat in den Kommentaren. Ja, wir hatten ein persönliches Reading gehabt und ja, stimmt, du hattest Zweifel, das stimmt richtig, genau. Und der hat sich wieder bei dir gemeldet, dein Wunschpartner. Oh, es freut mich so sehr, dass es das wirklich eingetroffen ist. Und ich lese bloß gerade, das ist ja, es ist noch immer ein bisschen kühl, ja, aber da ist es so, ich meine, keine einzige Kartenlegung kann so 100% stimmig sein, aber die Trefferquote, ich sehe es ja auch immer wieder von den Feedbacks, die ich euch von euch bekomme, was da auch wirklich immer stimmig ist und dass es auch wirklich alles so eintrifft, ne? Und freut mich auch, ja, dass es dir so gut getan hat, liebe Susanne. Also vielen, vielen Dank für dein öffentliches Feedback, das du mir auch gegeben hast. Und dann möchte ich noch gerne noch auf einen Kommentar eingehen. Und zwar ist es das, da war auch mal die Anfrage oder die Frage gewesen, ein Livestream, wo man Fragen stellen kann in dem Livestream und dann die Fragen, dass beantwortet werden. Also ja, ich weiß, es gibt da sowas, aber ich stehe nicht komplett dahinter und nicht zu 100% definitiv nein. Denn es ist so, Fragen kann man stellen. Also ich möchte gern, wenn ich eine Arbeit mache, gebe ich immer 100% und stehe auch 100% zu meiner Arbeit, stehe ich dahinter. Bei einem Livestream, wenn Fragen beantwortet werden, anders. Wenn ich ein Reading für dich habe, dann verbinde ich mich mit deiner Energie, mit deiner Situation und auch der von deinem Gegenüber oder egal um wen es geht oder um welche Situation es geht. Also ich kann da komplett reinspüren, mich mit der Energie verbinden. Bei einem Livestream ist es so, dann stehen Namen drauf, das ist nicht vielleicht dein richtiger Name, ne? So wie Blocksberg oder irgend sowas in der Richtung. Und da ist es so, es geht so schnell, die Energie zu greifen. Also kann ich dir nicht hundertprozentig, dass ich dahinter stehe, dass ich dir die richtige Aussage in deiner Energie komplett drin bin. Es geht um die Energie, um die Verbindung. Ne? Also da sage ich, ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich da, dass es richtig ist, 50-50. Und das ist für mich, nur für mich, ich spreche jetzt hier nur ganz alleine von mir, ne? Kann ich nicht zu 100% dahinter stehen, weil ich da nicht 100% die Energie komplett sicher bin, ob sie gegriffen wird, ne? Und da möchte ich dir dann nichts Falsches sagen oder dass die Energien bei irgendjemand anderen im Stream jetzt noch mit drin gewesen sind, ne? Bei Energien, das ist ja dann so viel und von daher halte ich davon Abstand und da bitte ich um Verständnis, weil wie gesagt, ich stehe zu 100% zu dem, was ich tue, gerade wenn es um Energiearbeit geht und da ist es einfach mir, ja, 50-50, dass es sein kann, dass es wirklich deine Energie ist, die ich jetzt da gerade genommen habe oder die gegriffen werden konnte oder 50%, dass da eine andere Energie noch mit da drin war, ne, von jemand anderem und deswegen, wie gesagt, halte ich davon Abstand. Meine Lieben, ihr fragt euch jetzt bestimmt, was hat sie denn hier heute für eine Frage für uns? Ja, und ich versuche jetzt gerade hier was anderes zu sagen, weil ich gerade wieder so überlege, welche Frage wollten wir denn stellen oder was soll ich stellen? Ach, ich habe sie. Ja, genau. Und zwar ist es so, die hatten wir auch schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ist er denn an einer anderen Frau, an einem anderen Mann interessiert? Ihr wisst ja, kollektiv, die Personenkarten sind geschlechterneutral. Und eine Kollektivlegung kann nicht zu 100% zutreffen. Sowas gibt es nicht. Ne? Also da bitte klammert euch nicht daran, aber nehmt einfach die Hinweise wahr. Und ich lese ja auch immer wieder in den Kommentaren, dass da so viele wirklich in Resonanz gehen können. Auch was die Arbeit betrifft oder den Elternabend oder. Ne? Ja, und da stellen wir jetzt mal die Frage, ist denn dein Gegenüber an einer anderen Frau interessiert? Und da schauen wir jetzt mal, was hier dabei rauskommt. Okay. Gut. Na, hier kann es schon sein, dein Gegenüber sehe ich hier immer so ein bisschen im Rückzug. Zieht sie hier gerne mal zurück, ist ja ein bisschen gestresst. Bisschen diesen Stressfaktor, die Gedanken. So, jetzt wird es spannend, welche Gedanken gehen wohin? Die Fülle. Ah, wow! Die Gedanken sind definitiv bei dir.
Ja, aber hier ist ein bisschen eine Unsicherheit zu sehen bei deinem Gegenüber. Ja, und da ist auch so, oh, da ist sehr viel Anziehung, die ich hier sehe. Dein Gegenüber und du. Hier eine ganz gewaltige Anziehung, die ich habe. Wir brauchen hier gar keine anderen Karten mehr, weil das ist eigentlich ein ganz klares Bild, was mir hier gezeigt wird. Wir nehmen jetzt hier gleich aus dem Tarot noch was dazu. Und ich merke, ich bin hier gerade ein bisschen von meiner Legung etwas rechtsbündig, ne? Wie in Word, links oder rechtsbündig oder zentriert. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier noch haben. Okay. Dann kann es losgehen, ihr Lieben. Ach, bitte schaut euch mal die Unterseite des Decks an. Es ist ja der Wahnsinn. Die Liebenden. So, und mit den Liebenden, da fangen wir jetzt an. Voller Liebe geht's jetzt los, würde ich sagen. Okay. So, dann schaut mal die. Drehen wir jetzt gleich mal um, dass ihr die Karten schon mal seht, welche hier gezogen wurden. Ich sag mal, dass ich hier etwas zentrierter reinkomme, etwas mittiger. So. Gut. Also, dein Gegenüber kann ich dir auf jeden Fall sagen, wenn er hier im Rückzug ist, der Rückzug, dieser Stressfaktor, ne? Also Rückzug ja, aber ich sehe ja auch die Bewegung, dass wieder reinkommt, ne? Also das hier Bewegung, die Aktivität, ich sehe viel Aktivität, was wir hier haben. Bewegung kommt rein. Also dein Gegenüber wird aus seinem Rückzug rauskommen, denn er ist definitiv nicht an einer anderen Frau, an einem anderen Mann interessiert. Denn die Gedanken sind bei dir, die Verbindung. Da schwankt immer noch so ein bisschen hin und her. Ne? Dieses, ah, was soll ich machen, was soll ich machen, weil irgendwie alles doof, egal was gewesen ist in der Vergangenheit, dein Gegenüber stresst die ganze Situation. Es ist ein richtiger Stressfaktor für ihn, dieses, dass da vielleicht alles so zäh gerade verläuft und er einfach nicht aus dem Quark kommt. Ne? Ja, hier ist aber auch ein bisschen diese Unsicherheit in deine Richtung. Ja, vielleicht hast du auch ein bisschen dein Verhalten oder irgendwie was verändert, was ihn ein bisschen in die Unruhe bringt. Denn ich sehe dein Gegenüber ziemlich nervös, ziemlich unruhig. Unruhig in zweierlei Hinsicht. Erstmal dieses, was ist hier? Mag sie überhaupt noch? Was ist denn da los? Ne? Weil, und dieses, soll ich aus dem Rückzug oder wie reagiert sie oder er auf darauf, wenn ich wieder hier mich melde. Und dann die nächste, die andere Seite der Unsicherheit, der Unruhe, der Nervosität. Der Nervosität, Unsicherheit bitte streichen. Nervosität. Es ist hier, wenn dein Gegenüber an dich denkt. Da kommt immer dieses Nervöse, dieses Kribbeln spüre ich hier. Kribbeln, weil nämlich hier du sehr, sehr stark sein Herz berührt hast und hier richtig tief ins Herz reingedonnert bist. Also hier, sage ich mal, du bist hier fast volle Leistung gegeben und hast dich hier komplett durchgemörbelt bis ins Innere des Herzens. Ne? Also hier komplett in Beschlag genommen, sagen wir es mal so. Und hier sind sehr starke Gefühle und hier ist immer so dieser, ja, er fühlt sich so geborgen mit dir, auch wenn er an dich denkt. Aber es macht ihn nervös. Dieses, was soll ich jetzt tun? Dein Gegenüber hat hier definitiv kein Interesse an einer anderen Frau. Und auch wenn hier in der Öffentlichkeit irgendjemand hier ein bisschen da so auf Tuchfühlung gehen möchte, da ist dein Gegenüber so, nein, weil hier die Gefühle, da kommt dann gleich der Gedanke an dich, ne? Dieses, als ob er sich ein bisschen unwohl fühlt. Und dann aber immer das sich auch zurückzieht. Also da ist hier nichts, wo ich sagen kann, okay, Interesse an einer anderen Frau, definitiv nein. Dein Gegenüber hat hier die Gedanken zu dir und weiß, du bist die Ergänzung für sein Glück. Du bist die Ergänzung für sein Leben, für sein, ja, dieses familiäre, diese Wärme, Sicherheit. Hier ist alles, komplett die Anziehung, die ist absolut magisch zwischen euch. Und das spürt dein Gegenüber. Und ja, wenn wir jetzt weitergehen, sehe ich jetzt hier bei deinem Gegenüber auch, ja, da ist dein Gegenüber weiß, hier, er wird die Chance ergreifen und er weiß, er wird sich keine Chance mehr entgehen lassen, hier wieder auf dich zuzugehen, weil hier wird der Beginn einer wertvollen Beziehung zwischen euch gezeigt. Hier wird es Sicherheit in der Liebe geben, weil dein Gegenüber weiß, da ist er bei dir angekommen, da ist Liebe. Du liebst ihn, er liebt dich. Er ist noch ein bisschen unsicher, ob hier überhaupt so richtig Liebe da ist, weil vielleicht habt ihr gar nicht wirklich darüber gesprochen. Aber der Kreis wird sich zwischen euch schließen. Also hier wird eine Verbindung mir auch angezeigt. Ne?
Es ist ein bisschen noch so, nicht ganz so sicher, dieses Hin- und Her-Denken ist aber hier von deinem Gegenüber, weil er sich von deiner Seite aus nicht mehr so sicher ist, ne? Da sehe ich aber hier wirklich hier, da wird die Gelegenheit, wird er beim Schopfe packen, dein Gegenüber, ne? Und hier haben wir auch das große Glück, dass hier, schaut mal, dieses größte Glück, hier haben wir nochmal die größte Glückskarte. Und hier wird dein Gegenüber, ja, diese Chance nicht sich entgehen lassen, weil er weiß, dass es eine wertvolle Chance ist auf sein Glück mit dir, die Ergänzung mit dir. Er möchte hier die Ergänzung mit dir. So, wenn wir weitergehen, jetzt haben wir nochmal, wie dich dein Gegenüber hier auch von der Sichtweite her, sieht er dich hier wirklich auch als deine Zuverlässigkeit und dein Gegenüber weiß, dass du ihm komplett treu bist und er möchte dir auch seine Treue zeigen. Deine Sinnlichkeit, die liebt dein Gegenüber und auch deine Fürsorge und hier wird es auch ins Vertrauen gehen, weil er weiß, dir kann er oder sie komplett vertrauen. Und hier auch dieses Geerdete von deiner Seite, und das nimmt er sich da ein bisschen auch an, diese Erdung auch, die er von dir bekommt, weil du bist hier wirklich, ja, sein Hafen, ne? Sein sicherer Hafen, und den möchte er da wirklich auch, da möchte er auch wirklich hinkommen und möchte sich das Ganze hier auch nicht mehr entgehen lassen, denn er weiß, bei dir ist er komplett angekommen oder sie. Wenn wir weitergehen, haben wir jetzt noch den Pagen der Kelche. Und hier wird dein Gegenüber dir auch liebevoll entgegenkommen und er hofft und wünscht sich auch, dass du ihm dann liebevoll entgegenkommst. Weil das ist sein Wunsch. Und er ist da gerade auch so ein bisschen diese Emotionalität, ne? Dass es sehr emotional ist. Und hier scheint es auch nach einer Liebeserklärung, ne? Dein Gegenüber möchte in die Versöhnung mit dir und er fühlt sich dir seelisch sehr, sehr nah. Ihr habt das Räuchern, das irgendwie zieht mir gerade alles komplett ins Gesicht. Und ja, hier kannst du auch mit Komplimenten rechnen von deinem Gegenüber. Also hier sage ich eine wundervolle Basis für eine Beziehung, ob du natürlich noch willst, ne? Weil hier wird ja auch nicht gezeigt, was mal gewesen ist in der Vergangenheit. Es bleibt natürlich frei dir überlassen. Aber hier ist so viel Wärme von deinem Gegenüber auch zu sehen. Und ja, er braucht dann schon ein bisschen. Also hier, ja, dieses, sagen wir mal so, er geht jetzt erstmal einkaufen und schaut, dass er das perfekte Öl findet, damit er hier im Getriebe da ein bisschen das Ganze wieder schmieren kann, dass er in die Gänge kommt, ne? Und hier ist die Aktivität zu sehen. Also hier, es kann sich schon noch ein bisschen hinziehen, muss ich hier bei dieser Legung schon sagen. Aber wir haben hier auch das doppelte Glück. Es heißt, da wird auch ein bisschen noch was abgemildert, also dass es gar nicht mehr so lange dauern kann. Aber ihr wisst selbst, die Zeit ist flüssig. Ihr steuert selbst die Zeit. Also bleibt entspannt, freut euch darauf und sagt, es kommt alles zur richtigen Zeit. Und ihr wisst es, seid euch gewiss, seid in der Zuversicht für euch selbst. Aber bitte nicht nur, hängt euch nicht an den Wunschpartner fest, sondern bitte schaut immer nur komplett auf euch, eure Stabilität und eure Sicherheit. Ja, alles Liebe für euch von Herzen. Danke fürs Ansehen und habt jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag. Tschüss.